Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind auf dem ASUS Primetime Event. Das ist so ein Blogger-Event, was Sie hier in der Pugu Sky Lounge. Ist das Berlin-Mitte eigentlich? Nee, was ist denn da für ein Stadtteil? Kudamm, Charlottenburg. Charlottenburg ist das. Am Kudamm, ich glaube, da hinten ist die Gedächtniskirche. Es gibt lecker Getränke, lecker Essen und es gibt auch Hardware hier. Weil, was sollten wir denn ansonsten hier? Das ist das ASUS PhonePad. Das hat bei uns den Best of Show Award. Während des Mobile World Congress 2013 in Barcelona jetzt gerade vor 6-7 Wochen bekommen. Wir haben eins jetzt gekriegt, abgestaubt hier bei ASUS und wir können jetzt ein Unboxing machen. Lass mich mal gleich den Deckel des Geheimnisses lüften. Hier haben wir den ganzen Spaß, wie ihr sehen könnt, 7-Inch Display. Da kommen wir aber gleich näher drauf zu sprechen. Benutzerhandbuch und Garantiekarte. Ich habe keine Ahnung, warum ich den Scheiß eigentlich immer zeige. Ich weiß, es interessiert euch überhaupt nicht. Micro-USB auf USB, Netzteil. Und dann sind wir mit dem ganzen Spaß schon durch. Der übrigens Ende April, Anfang Mai für 229 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, verfügbar sein wird. Und damit dürfte es wohl das preisgünstigste 7-Inch-Tablet, mit dem ihr auch telefonieren kann. 3G-Modul ist eingebaut, aber wie gesagt, ihr könnt auch damit telefonieren. Lasst uns die Möhre mal aufmachen. Da rätsel ich immer. Ist das jetzt irgendwie ein Metall, ein Aluminium? Was ist es denn genau? Es ist letztendlich Plastik, aber es fühlt sich verdammt gut an. 1280x800 ist übrigens die Auflösung. Hier auf der Seite könnt ihr sehen, An- und Ausschalter, entsprechend die Lautstärkeregelung. Da unten haben wir noch Micro-USB-Anschluss, Jack fürs Headset und vorne ist eine 1,2-Megapixel-Kamera. Und jetzt schmeißen wir die Möhre mal an. So, mal gucken, ist schon so ein bisschen was. Ja, da kommt er. Der ganze Spaß wiegt übrigens nur 340 Gramm und ist 10,4 mm dick. Fasst sich extrem gut an. Ganz wichtig, guck mal da drauf. Das ist also kein SoC von oder mit einer ARM-Architektur. Da ist der Intel Atom Z2420 eingebaut. Das ist ein Single-Core mit 1,2 GHz, das ist die Celpel-Generation. Und der kommt dann bei der GPU, das ist die Imagination Core via SVX 540. Jetzt rappelt hier gerade noch ein bisschen was. Ist hier, glaube ich, auch eine SIM-Karte oder so eingebaut, wie auch immer. Was mir immer gut gefällt bei ASUS, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ihr seht, die Anpassung des Interfaces, das Android-Interface hier, ist sehr, sehr minimal. Also sind so ein paar ASUS-Widgets drauf, wie das Wetter-Widget und für die Zeit. Hier unten haben wir noch so ein E-Mail-Widget. Lass uns mal ganz kurz in die Einstellungen schauen, welche Variante. 4.1.2, also Jelly Bean. Und ich denke mal, das ist eine ganz feine Kiste. Ansonsten, wie gesagt, 229 Euro. Wir werden natürlich die ganzen Benchmarks und so weiter noch fahren müssen mit der Kiste. Und als ich euch schon sagte, dass ihr damit telefonieren könnt, habt ihr euch natürlich sofort vorgestellt, wie sieht das eigentlich aus, wenn jemand so ein 7-Inch-Gerät ans Ohr hält? Sieht das ähnlich bescheuert aus, wenn ich an jemanden mit einem 10-Inch-Gerät ein Foto machen will? Das kennt ihr, wenn die mit den iPads rumstehen und so weiter. Achtung, wir machen jetzt den Hipster-Test. Who's calling me? Ihr seht das? Ja? Das macht ein extrem schlankes Gesicht, weil das Gerät einfach größer ist im Vergleich zu eurem Smartphone. Also, jetzt mal ganz ehrlich, Spaß beiseite. Verarbeitung ist klasse, das ist ein IPS-Display, Multitouch natürlich. Performance ist völlig ausreichend, vor allem, wenn ihr einfach nur im Internet surfen wollt und so weiter. Natürlich müssen wir auch ein paar Spiele-Benchmarks machen, um zu sehen, wie sich hier der Intel-SoC schlägt natürlich. Aber Tatsache ist, für den Preis, 229 Euro, es hat einen Grund, warum es ein Award von uns bekommen hat zum Mobile World Congress. In den nächsten Tagen werden wir natürlich hier ausführlicher noch drauf eingehen, aber das ist zumindest mal ein erster Eindruck vom neuen ASUS PhonePad. Verfügbar Ende April, Anfang Mai. Ich glaube, in der nächsten Woche fangen die Pre-Orders an, aber jetzt wisst ihr zumindest schon mal, wie das Gerät so aussieht und vor allen Dingen, was ihr dabei bekommt. Das ist das ASUS PhonePad. Ich bin Sascha für Mobile Geeks hier auf dem ASUS Primetime Event in Berlin. Vielen Dank fürs Zusehen.